So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Motorrad Go. Ne, Pokémon Go. Wir warten mal, bis die Mobbits vorbei sind. Wieso fahren die da lang? Dann hat sie doch hier lang und die fahren jetzt da lang. Kommen noch mehr oder wie? Vielleicht fahren sie gleich gegeneinander und dann kommt die Polizei und die Feuerwehr. Huhuhu. So, das heftigste, beste, brutalste, große Ereignis der letzten 100 Jahre findet statt. Krypto-Raids. Na gut, die gibt es schon seit Dienstag. Ich habe noch keinen einzigen gemacht, weder ein Einer noch ein Dreier. Interessiert mich gar nicht. Aber es gibt Krypto-Mewtwo-Raids in den Krypto-Raids. Aber nur Samstag und Sonntag, 10 bis 20 Uhr jeweils. Ich möchte deswegen hier vor Ort in Meiningen einen Raid machen. Damit ihr mal seht im Video, wie das überhaupt aussah und wie das stattgefunden hat. Aber wie ich noch sehe, ich kenne ja keine Sau in Meiningen und es ist hier halt leer. Da ist niemand, außer das Muttertier. Ansonsten ist hier niemand. Vielleicht kommt ja irgendeiner dazu. Ansonsten habe ich ja eh mal gepostet, ob vielleicht ein paar Spieler mithelfen können. So, wie sieht das hier aus? Ich möchte euch ganz kurz mal die Umgebung zeigen. Hier habe ich nämlich mal einen Kollegen gehabt, der auch Musik gemacht hat, der Mirko. Der hieß immer Phoenix, hat Musik gemacht und hier vorne haben wir ein super geniales Backsteinhaus. Da wollte ich mich erst hinstellen, denn da ist ein Parkplatz. Hier drüben müsste irgendwie eine Art Kirche sein. Wir haben eh noch ein paar Minuten, wo wir warten müssen aufs Krypto Mewtwo, dass es schlüpft. Seht ihr auch hier am Fenster, eine Baukunst, ne? Ich drehe es nochmal rum. Guckt euch das Fenster an, das muss reichen. Das war ein Fenster. Was ich aber am genialsten finde, ist der Trabi, der hier in der Mitte steht. Und dann die Arena noch. Arena ist auch beste. So, guckt euch mal den Trabi an. Mit dem bin ich jetzt hergefahren. Spaß. Der stand hier schon, da sind lauter verdorrte Pflanzen drauf. Das hätte eine Arena sein müssen. Das wäre es doch gewesen. Guckt den euch an. Was steht da drauf? Besser grün wohnen als grün punkten. Ostlegende Meiningen. Ist cool, dass er hier steht. Ich wusste nicht, wo es mich hintreibt. Ich wollte einfach gucken, dass ich den allerersten Raid, der nach 10 Uhr aufgeht, poste. Und es ist jetzt hier drüben geworden, dieses Haus mit einem Wappen. Zeige ich euch kurz als Arena. Und dann warten wir, bis der Raid aufgeht. Schauen mal, wer da ist. Ich habe gesehen, vorhin war die Arena noch gelb. Mittlerweile ist die Arena rot. Hannes sitzt schon in der Arena. Hier steht Töpfemarkt. Und hier ist das Haus zur Gans. Das ist das Haus zur Gans. Und diese Gans, dieses Wappen wurde eingereicht als Arena. Jetzt aber zurück zum Muttertier, mir einen Platz suchen, wo ich mich hinfläzen kann, dass wir euch dann nochmal die Konda zeigen, in die Arena gehen und schauen, wer mitmacht. So, wir stehen jetzt hier, habe mich hier positioniert, damit ich den Trabi im Hintergrund habe. Obwohl die Arena da drüben ist, das Haus ist, hier den Trabi im Hintergrund. Das ist die Arena, die ist rot, die wird gerade bekämpft. Wir gehen mal auf die Arena drauf, gucken mal, was passiert. Hannes ist am Start, Hannes sehe ich da, Zimtstern sehe ich da und David Cathy ist auch da. Das ist schon mal sehr gut. Mittlerweile habe ich gehört, dass man das Krypto Mewtwo wohl auch im Duo besiegen kann. Also ist es wahrscheinlich gar nicht so schwer, wie die meisten dachten. Die dachten, mit 8 Trainern wird es schwer. Haben gesagt, sie haben gar keine Chance. Gibt jetzt schon Videos, wo Leute das im Duo gemacht haben, vor Ort mit der Mega-Hunde-Monarmee, wo man das ja auch nur einmal haben kann. 5 Minuten dauert es noch, bis der Raid aufgeht. Ich will mal kurz hier auf YouTube, möchte euch trotzdem nochmal die Konda-Grafik zeigen. Eigentlich nimmt man die gleichen Konda, die man auch beim normalen Mewtwo hatte, nämlich Unlicht. Nehmt einfach Unlicht, am besten Geist geht auch, Geist oder Unlicht. Wir drücken aber nochmal hier drauf. So, da ist eine Konda-Grafik. 2387, der Wert ist auch gleich auf. Ja, auf Level 20. Kann von 2220 zu 2387 gehen. Ihr habt der Trigefalo darstellen mit Bisswirbler, was die Siederattacke ist. Wir haben hier Giratina, das Fliegende, mit Dunkelklaue Schemenkraft. Wir haben Skelabra, wir haben Monetico mit Bürde Spukball. Da habe ich einen 100 auf 50. Das wäre cool, wenn der mal zum Einsatz kommt. Darkrai ist hier, Hupa ist da. Ansonsten Megas und Kryptos haben wir Mega Gengar, Mega Banett, Mega Absol, Mega Hundemon, Krypto Mewtwo selber gegen Krypto Mewtwo oder Krypto Snibunna. Ich habe mir noch kein Team gemacht. Ich werde einfach mal gucken, was es mir vorschlägt. Aber Monetico hätte ich gern dabei. Wir googeln mal kurz nach dem, vor allem googeln. Das ist nämlich der Henry. Da würde sich der Henry bestimmt freuen, wenn wir den nehmen. Der hat Fokusstoß.
Deswegen wechsle ich mal hier die Attacke. Zauberschein, ne? Ich habe so viel Mist schon wieder hier drin. Wieder Fokusstoß, egal. Ich mache jetzt da noch Spukball drauf, melden uns dann zurück, wenn der Raid aufgeht. Jetzt riecht's nach Katzenpipi. So, was natürlich auch da ist, was ich aber auch noch nicht benutzt habe, weil ich ja noch keinen Krypto-Raid gemacht habe, erlöste Edelsteine. Ihr könnt ja da so komische Scherben aufsammeln mittlerweile, wenn ihr Krypto-Raids macht. Und dann den erlösten Edelstein zusammen basteln und den einsetzen, wenn der Krypto-Raid-Boss in Rage gerät, weil der sonst kaum noch Schaden abkriegt, müsst ihr den bändigen, damit ihr den dann wieder angreifen könnt oder so. Habe ich mir noch nicht angeguckt, habe ich noch nicht gesehen, sehe ich jetzt auch das erste Mal. Ich habe 10 Stück, obwohl ich keinen einzigsten Raid gemacht habe, denn die kriegt man auch von den ganz normalen Rocket-Rüpeln. Es war also nicht nötig, für diese Edelsteine Raids zu machen. Man konnte die auch so bekommen. Ein klarer Edelstein, der durch das Erlösen und Verschmelzen von Kryptoscherben entsteht. Verwende ihn, um rasende Krypto-Raid-Bosse zu bändigen. Jetzt gehen wir zurück, haben wir noch 2 Minuten drauf, 2 Sekunden drauf, drücken den Raid an, schauen uns das mal an, ein Krypto-Mewtwo, gehen jetzt in die Arena, kämpfen vor Ort natürlich, wir zeigen das nochmal kurz fürs Thumbnail. Und jetzt einfach drauf, geh einfach rein, das Muttertier hat nämlich jetzt das andere Handy, ich bin mit dem Ramses hier am Start, das Muttertier hat jetzt den Samyang Bulldog Account. Hier zeigt es mir lauter Trikefalo an, ganz viele Trikefalo, Mega Gengar ist hier unten. Ich möchte aber den Henry, den habe ich nämlich jetzt Bürde Spukball gegeben, deswegen ist Henry der, der meine Armee jetzt anführt, den tauschen wir mal hier aus. Gucken mal, sind schon 12 Leute, 13 Leute. Hab gesehen, Mark hat auch schon seinen ersten Raid reingepostet in die Raid-Gruppe für 10.12 Uhr oder 10.13 Uhr oder irgendwas. Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Glück, viel Erfolg. Wenn ich dann zu Hause bin, gucke ich, dass wir ihn auch unterstützen. Hoffe, dass etliche von euch auch heute dann dabei sind bei der großen Raid-Tour durch Dortmund. Ja, zusammen als Community, dass mal wieder so ein Feeling aufkommt. Auch wenn wir nicht vor Ort direkt sein können. Ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht, aber falls er da Hilfe braucht, kann man das machen. Ich brauche nämlich auch das Shiny, das ist mein Ziel übrigens. Das Krypto Mewtwo interessiert mich eigentlich gar nicht so extrem. Ich habe 2 oder 3 Stück schon gepusht auf Level 50. Ich würde aber das Shiny gerne mitnehmen, weil es eben neu ist und es bisher noch nicht gab. Was mir jetzt einfällt, ich muss eigentlich eine Mega-Entwicklung noch zünden für die XL. Jetzt drücke ich einfach mal hier drauf. Ist Mewtwo, ist Mewtwo nur Psycho? Jetzt habe ich schon wieder alles vergessen. Wenn Mewtwo nur Psycho ist, dann bringt mir das nichts, dass ich das Mega-Gengar gerade entwickelt habe. Dann habe ich Pech, dann muss ich danach eine andere zünden. Muss jetzt schnell gehen, ich wollte nicht nochmal was am Team machen. 19 Leute am Start, viele befreundet. Ich sehe hier trotzdem keinen weiter. Ohne euch wäre das nicht entstanden. Danke dafür, jetzt hauen wir mal drauf. Gucken, wie schnell das geht. Gucken, ob wir überhaupt einen Edelstein brauchen. Oder ob das auch ohne geht mit so vielen Leuten und entsprechenden Kondern. Aber das sieht gut aus. Solange es nicht 20 sind, heißt, dass jeder, der mitmachen wollte und da ist, auch Platz gefunden hat und mitmachen kann. Die Arena ist kohlrabenschwarz. Das fette rote Team Rocket Symbol ist erschienen. Das sieht auf jeden Fall gut aus, muss ich sagen. Ist mal eine Abwechslung zu den normalen Raids. Ihr seht hinten auch auf dem Titantron ein Giovanni-Bild. Giovanni ist am Start. Guck mal, jetzt ist er rasend. Da unten steht 5. Heißt das, ich kann, warte, ich drücke jetzt mal hier drauf. Ich habe da drauf gedrückt. Da läuft eine Zeit ab. Ich kann nochmal drauf drücken auf den Stein. Ach, jetzt ist der Stein, der ist oben ihm an den Kopf geflogen. Und jetzt greife ich einfach weiter an. Also irgendwie, das sah jetzt unspektakulär aus. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Er ist rasend, du kannst nochmal, komm, wir setzen nochmal einen Stein ein, ich drücke hier drauf. Gebändigt, da kommt ein Stein, da fliegt er rum, steht auch immer da. Ich greife so lange auch nicht an. Irgendwas stand, wenn du weiter angreifst direkt, obwohl du den Stein einsetzt, dass er nicht eingesetzt wird. 240 Sekunden Restzeit, ist das jetzt ein gutes? Ist das jetzt ein Shiny? Hat der Nudel-Account ein Shiny? Kann man ja eh nicht tauschen, außer man erlöst es, dann könnte man es tauschen. Giovanni, diese Niederlage ist bedeutungslos. Team Go Rocket wird niemals fallen. Du hast gewonnen. Bei dir hängt's. Ja, bei der Mama hängt's leider.
9 Sonderbonbons, Hypertrank, Mewtwo Bonbon XL, 10.000, da kommt noch was. DX Trainer 003, Grüße gehen raus, Pokehunter, Blood and Tears, die möchte ich kurz grüßen, weil die hier auch erschienen sind. Bei Mama muss ich kurz mal wahrscheinlich neu starten. 2324, dürfte schlecht sein. Hier starte ich kurz neu, vielleicht sehen wir dann, ob da ein Shiny dabei ist. Und wir wollen es natürlich noch fangen. Und hier könntet ihr auch den Meisterball nutzen, aber ist eigentlich nicht nötig. So, Kreis ist eingestellt. Immer wenn er angreift, werfen wir jetzt den Ball in den einfach fabelhaften Kreis, damit er dann drin bleibt. Genügend Bälle sind vorhanden, 18 Stück waren es. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Fangt das wirklich. Ihr habt nur 2 Tage die Möglichkeit, Krypto Mewtwo jetzt aus den Raids zu ziehen. Nutzt also die Zeit wirklich, lasst euch Zeit, fangt in Ruhe. Nicht einfach schnell draufwerfen und sagen, naja, mache ich halt noch einen anderen. Nutzt jeden Pass wirklich, um ein Exemplar mitzunehmen. Selbst das schlechteste Krypto Mewtwo aus dem Krypto Raid ist immer noch besser als ein 100er normales Mewtwo. So komisch es klingt, immer noch einfach fabelhaft getroffen. Jetzt sind wir hier, ich gehe nochmal auf die Arena. Ich will ja sehen, ob du vielleicht ein Shiny hast oder ein besseres als ich. So, und es ist 2272 auf dem Noodle-Account, ist auf jeden Fall besser als meins. Ach nee, warte mal, 2272, ich dachte 2372, also es ist nicht besser, es ist schlechter, weil 2220 ist das schlechteste. 2387 ist das Beste. Er wirkt ein bisschen hartnäckig, aber wir haben immer noch 12 Bälle. Solange wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und einfach jeden einfach fabelhaft treffen, haben wir alles gemacht. Anders geht's gar nicht. So, er ist auch sehr aggressiv, er greift auch an. Die Edelsteine hätte man wahrscheinlich trotzdem nicht gebraucht. Er kommt wieder raus. Er greift wieder an, er pulsiert richtig. Wir werfen wieder drauf. Da kratzt was. Oh, jetzt geht's Fenster auf. 9 Bälle sind es noch. Einfach fabelhaft. Da können wir wieder so ein... Immer einfach fabelhaft treffen. Sobald du einmal daneben wirfst, musst du ein Shiny verschicken. So eine Competition draus machen. Das macht aber nur Spaß, wenn mehrere Leute vor Ort sind und man immer bei jedem Einzelnen guckt, wie die fangen. Dann sagt, wenn du einmal daneben wirfst, dann musst du dein letztes Shiny verschicken. Macht hier nicht viel Sinn. Ihr seht, ich kann das ja. Und jetzt hau ich eine bestimmt daneben. Es zieht sich halt ein bisschen. So das längste Mewtwo-Video der Welt. Alle anderen immer so Duo und so 2-Sekunden-Video. Ramses braucht halt 3 Millionen Jahre zum Fangen. Aber immer noch einfach fabelhaft. Oh, und er ist drin. Er ist drin, er wurde gefangen. Mal gucken, ob wir noch einen Glücksfreund gekriegt haben. 11, 13, 11, Meiningen, 27.05. Schreibt euch das in den Kalender. Danke fürs Dabeisein. Habt ihr auch einen Mewtwo-Crypto-Raid gemacht heute? Wie habt ihr gespielt? Wo habt ihr gespielt? Habt ihr eine Community? Habt ihr Leute vor Ort? Braucht ihr Hilfe von anderen, von Reisenden? Kommt ihr selber klar oder reist ihr? Dann schreibt es lieber nicht rein, wenn ihr irgendwo hinreist. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Danke an das Muttertier für die tatkräftige Unterstützung und Spielen des Noodle-Accounts. Dafür darfst du dir auch noch eine Blume mitnehmen. Ich empfehle die gelbe. Die müssen gegossen werden, ja. Das sind Stiefmütterchen. Aber ich war schon auf der Toilette. Bis dann. Habe ich jetzt Peace out Vorhaut gesagt? Dann habe ich es jetzt.